Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighters. Wir verkaufen heute die Sachen aus dem letzten Dungeon, die wir gefunden haben, für ordentlich Money, Money, Money. Und dann gehen wir in den Tech-Dungeon das erste Mal rein und gucken, was uns da erwartet. Aber erstmal verkaufen wir fröhlich vor uns hin. Haben wir hier noch irgendwas, was ich mit reinwerfen kann? Kann ich dich stacken? Oder bist du nur 5er Stack? Hey. Dann ist ja gut. Da unten haben wir noch nichts voll. Hier haben wir jetzt einen schönen 10er Stack. Perfekt. Gut, werfen wir hier erstmal noch was rein. Und dann müssen wir auf jeden Fall unsere Utensilien alle hier mal reinpacken. So. Wo sind meine Wanddekorationen? Ach da, ich sehe schon. Eine Wanddekoration ist hier. Ah, ich habe jetzt ein paar mehr. Kann ich gleich die zweite Diebes-Ding auch noch ranpacken. Und kann ich noch eine weitere Wanddekoration anbringen. Ich kann ja kurz, bevor wir den Laden öffnen, kurz gucken, was noch für eine Wanddekoration für mich momentan in Erwägung ziehbar ist, ja. Geschwindigkeit der Besucher. Ist ja keine Wanddekoration, ne? Erhöht die Wahrscheinlichkeit großzügiger Kunden. Das heißt, von diesen Neureichen. Okay. Ich wollte die Kiste nicht kaputt machen. Ich habe falschen Knopf gedrückt. Schauen wir mal, ob ich das an die Wand hängen kann. Das wäre echt fantastisch. Nein. Na, öffnen wir den Laden. Scheiß drauf. Ups. Ach, hier haben wir auch noch Sachen. Cool. Aber dann kann ich das hier mal mitnehmen. Und die hier noch mit reinwerfen. Davon hatte ich doch auch noch welche, ne? Ja. So, ich sehe hier noch, habe ich Staub am Start. Das passt da nicht mehr rein. Na gut, dann öffnen wir jetzt aber den Laden. Packen wir das hier mit rein. Ich möchte die Bücher nämlich später verkaufen. Die werden jetzt nicht so schnell gekauft. Da kommt schon der erste Dieb, Alter. Ich kann so viele Sachen verkaufen, ist das schön. Alle auf einen Streich. Wenn du was klaust, töte ich dich übrigens. An deiner Stelle würde ich es mir überlegen. Du bist tot. Ihr habt nicht gesehen, wie er abgehauen ist. Er ist umgefallen. Krankenwagen hat ihn abgeholt, um ihn jetzt ins Leichenschauhaus zu bringen. Wie sieht es eigentlich bei mir jetzt oben aus? Habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Eine Truhe mehr, ja. Ja, piss dich mal in die Hosen hier. So, wird das Zeug noch los? Ja, fuck, dich habe ich gar nicht gesehen. So, wird das Zeug noch los? Dann können wir eigentlich auch schon das erste Büchlein platzieren, was wir haben. Für 16.000. Nice. Alles muss raus, Jungs. Alles muss raus. So, dann haben wir hier nämlich, ne? 15.000. Und 14.000. Die Schlange. So, die Frage ist noch, was ich mit dem ganzen Geld jetzt anfange. Meine Rüstung, ne? Ja, die Rüstung kann ich noch verbessern.
Ja, ich würde sagen, im nächsten Dungeon wird es ein bisschen flotter vorangehen, weil wir ja nicht so viel zu kaufen haben. Und ich habe jetzt schon verdammt viel Kohle. Noch bevor wir in den Dungeon reingehen. Was will die alte Dame hier von mir? Nein, scheiß auf deine scheiß Notizviecher. Weißt du, irgendwas wollten die nicht kaufen? Ich stehe nur noch hier und verkaufe. So, ich glaube, das hier war denen zu teuer, oder? Zuerst war 600 okay und jetzt 600 kacke. Ihr seid doch doof, ey, ganz ehrlich. Wie viel kann ich jetzt eigentlich in den Sale packen? Immer noch genauso viel? Ja. Immer noch genauso viel. Na gut, ich würde sagen, mit der Summe kann ich definitiv leben und in den nächsten Dungeon gehen, also. Ist ja easy gemacht. Eiltränke habe ich auch noch. Ja, großer Ausverkauf in Zeros Laden. Oh, meine Schriftrolle war ein bisschen zu billig. Was? Drehpilznotizen? Nein. Ich gehe da nicht zurück. Vakuumröhren hätte ich vielleicht machen können, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die Quest abgebe, von daher. Wieso wollt ihr die immer noch nicht kaufen? Wie viel habe ich die Drähte verkauft? Ah, ich weiß es nicht. Ja, ich bin jetzt komplett leer. Ja, komm, wird auch Zeit, den Laden langsam zu schließen, ne? Wie zu teuer. Ach, ihr habt doch keine Ahnung, Leute. Ihr habt doch keine Ahnung, was gut ist. Komm. Opa, kauf den letzten Gegenstand meines Ladens. Ja. Damit sind wir official ausverkauft. Wir haben richtig Knete am Start. Alter Schwede. Da. Alter, so viel verkauft, ey. Was ist das schön. So, was haben wir hier noch drin? Hier haben wir nix. Ah, hier haben wir noch so drei so eine Viecher, ne? Ja gut, komm, nimm mal mit. So viele Truhen, die man einfach gar nichts einlagert. So viele Truhen brauchst du doch im Leben nicht. Na gut, ich habe eine Sache vergessen rauszuholen, aber packen wir die halt hier hin, passt schon. Und damit gehen wir in den Tech-Dungeon das erste Mal und gucken uns erstmal an, wie teuer wäre eigentlich die Waffe, die wir haben möchte. Möchten. Richtiges Deutsch bitte, Zero. 512.000, ja, die kann ich mir leisten. Brauchen wir nur noch die Utensilien dafür. Und dafür müssen wir bis Ebene 3 kommen des Tech-Dungeons, der eigentlich ziemlich schwer war. Technologie-Dungeon. Okay. Drähte. Du kommst mir so bekannt vor. Vom Gegnertyp her. Oh, die Musik ist hier so cool. Oh, wie cool die Musik hier ist im Tech Dungeon. Hör auf abzuhauen. Kleiner Wicht, du. Oh, der Tech-Dungeon ist mein Lieblings-Dungeon ab sofort. Der ist jetzt nicht so krass krank wie die andere Scheiße. Oh, na gut, all meine Rüstung verloren. Ja. Gib mir Stuff.
So, da haben wir schon die Vakuumröhre, die der eine gesucht hat, und Wolframstein. Das scheint, es wäre Aluminium. Sah so aus. Wächter, nicht zu verwechseln mit den Wachen. Völlig verschieden. Wachen klein, Wächter riesig. Riesige Kreaturen in den Tiefen der Dungeons bewachen riesige Truhen. Bisher bin ich an keinem einzigen vorbeigekommen und außer mir ist das auch sonst niemandem gelungen. Ich habe als einzige die Wüsten- und Techwärter überhaupt gesehen. Diese Ehre gebührt nur mir allein. Ein Punkt mehr für Crazy Pete. Obwohl mich auch interessiert, was für Schätze sie bewachen. Diese orangene Kreatur scheint nur an den Wächtern Interesse zu haben. Was für eine orangene Kreatur? Keine Ahnung, was der meint. Ich glaube, das Viech, das wir gesehen haben, wegen dem Zeitding, war doch blau, oder nicht? Naja, trotzdem dürfen wir hier nicht zu lang verweilen. Priorität Nummer 1 wird immer sein, zuerst den Ausgang zu finden und dann können wir den Rest des Dungeons erkunden. Huch. So, weg mit dir. Gib mir den Scheiß. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Wacheinheiten berichten seit kurzem von bizarren Positionsfehlern. Die Orte, an denen sie sich befinden, stimmen nicht mit denen überein, denen sie zugeteilt wurden. Es ist fast so, als würde man wild durch die Gegend teleportieren. Okay. Was machst du da? Komm weg aus den Schatten. Boah, wir zu lange mit dir. Huch! Der explodiert einfach. Oh. Ich habe mein Schild noch nicht mal verloren. Finde ich gut. Läuft schon besser als in den anderen Dungeons. Na komm, gehen wir einfach in die nächste Ebene. Momentan läuft es ja. Und ich muss unbedingt diese dritte Ebene. Für das Schwert. Habe ich schon irgendwas gefunden? Fürs Schwert. Ja. Fehlt mir noch eine Sache. Oh nein, nicht Schleim. Ich hasse Schleim. So, oh Gott. Schlechte Kombo, schlechte Kombo. Na, war natürlich gewollt. Abkürzung zu ihm. Alles klar. So, Fragezeichen, Fragezeichen, Aluminium. Oder Wolfram. Ich weiß nicht, ich mag den Dungeon. Der hat so was Schlichtes. Es sind schlichte Gegner, die nicht nervig sind wie im Wüsten-Dungeon. Ja, gut, Wüsten-Dungeon war jetzt auch nicht so nervig. Ich fand den Pflanzen-Dungeon, die fand ich am schlimmsten. Das war einfach nur der pure Horror mit dem ganzen Gift auf dem Boden und alles. Also, das hätte wirklich nicht sein müssen. Ich wette, hier gibt es auch Gegner, die ich absolut nicht ausstehen kann, wie zum Beispiel dieses komische Blitzding, was unsterblich scheint. Jetzt verzieh dich! Aber an sich ist das ein sehr angenehmer Dungeon, muss ich sagen. Okay, warum nicht? Eine Milliarde Gegner? Lass mich doch mal in Ruhe. Oh Gott. Ich muss auf die andere Seite. Nee. Abkürzung. Nee, nee. Okay, ich habe noch einen getroffen. Oh, okay. So geht's natürlich auch. Sag mal, spawnst du die Dinger? Der spawnt Gegner. Der Sack. Okay, wir haben einen unserer nervigen Gegner gefunden. Verzieht euch doch mal. Ich meine, man kann bei dem Ding auch Loot sammeln, so ist es nicht, aber es ist schon nervig.
Lauf doch nicht weg. Oh. Musste das noch sein zum Schluss? So viel Stuff. So, was haben wir hier? TTT, das ist cool. Aber ich glaube, wir haben das letzte Teil gefunden, ne? Halt. So. Gucken wir mal. Tja, wir können uns doch schon das Schwert leisten. Nice. So kannst du immer laufen. Au. Okay, okay. Ich sehe schon, du bist ein nerviger Gegner. Okay, meine Tasche ist sowieso fast voll. Wir werden gleich einmal ganz kurz zurückreisen, sobald unsere Tasche komplett voll ist. Was jetzt der Fall sein wird. So, was haben wir, was wir nicht brauchen? Das hier kann weg. Hey, wo kommen die Batterien jetzt her? Die Schleime brauche ich, die sind wichtig. Ihr wart ja so gut wie nichts wert, oder? Oh Gott. Doch, doch, ja. Was war überhaupt nichts wert? Kristallscherben. ...60.000 kostet das jetzt nach Hause zu gehen. Na gut, machen wir es mal. Ich habe ja das Geld. Teleportieren! Zack! So eine größere Tasche wäre cool gewesen, dass man sich irgendwie eine größere Tasche macht. Das wäre ganz cool. Die Tasche ist mir einfach zu klein. So. Zeit, die Kisten zu füllen. Das ist etwas, was ich brauche. Das, das, das und das. So. Hier packen wir den anderen Schnickschnack rein. Vielleicht den nicht. Den brauche ich da oben noch. So. 2000 war ja zu günstig, 3000 war zu teuer, das heißt, wir gehen auf 1500. Ja, eigentlich 3000, weil der Wert ist ja gestiegen, ne? So, dann würde ich sagen. Ach, was habe ich denn hier noch drin? Lol. Wie kommt das denn da rein? Ich jetzt? Wie viel Platz hier drin ist? Was soll ich denn mit, was soll man mit so vielen Truhen machen? Wenn man nicht gerade... Ja gut, wenn man ein Grinder ist und nur in die Dungeons rumrennt und dann die Troller verkaufen lässt. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Was man mit dem ganzen Geld aber anfangen soll, weiß ich nicht. Wir sind jetzt schon ziemlich late game und ich muss sagen, viel gibt's nicht zu tun. Was man im Late Game machen kann. Was echt ein bisschen traurig ist, aber naja. So, meinetwegen kannst du den Stuff hier verkaufen. Komm. Viel Spaß damit. Ach, und da packt man die Sachen rein, die sie verkauft, oder wie? So, Bankier. Ich habe zu tun, komme in einem Tag wieder. Wie oft willst du das noch sagen? Na, holen wir uns mal ein paar Tränke. So, die nächsten Tränke bitte. Davon kann ich höchstens drei kaufen, aber naja. Zeit, das Schwertchen auszurüsten. Sehr schön. Komm voran. So, gib mir das beste Schwert, was du hast. Sehr schön. So kommt man doch voran. Und dann gucken wir, wie viele Upgrades ich noch hinkriege. Wenn es einer 100.000 kostet, dann kriege ich alle Upgrades hin.
128.000. Ne, wenn ich wiederkomme, habe ich genug. Die Troller verkauft ja für mich. Oder hat sie schon ein bisschen was verkauft? Das war natürlich der Knüller. Wahrscheinlich erst abends. Wahrscheinlich erst abends. Gehen wir wieder rein. Probieren wir unser neues Schwertchen aus. Ich muss sagen, so lässt es sich spielen. Wenn das so perfekt alles funktioniert. Wieso das von Anfang an nicht der Fall ist. Keine Ahnung. So, wir arbeiten uns jetzt bis Ebene... Ach nein, ihr lebt wieder. Ich hätte das Tor nicht da aufbauen sollen. Könnt ihr das lassen? Ihr geht mir auf den Sack. Meine Fresse. Kommt der denn noch her? So, was sagt uns denn die Karte? Wir gehen bis zur Ebene 3 und ausgebeutet 0%. Achso, wenn ich den komplett erforsche, ja. So, wir gehen in Ebene 3 und dann beenden wir da die Folge. Da sind wir in der zweiten Folge von der vom neuen Ding schon in Ebene 3 angekommen. Ist ja krass. Warte, wie? Achso, ich kann gerade nicht nachgucken. Wir gucken gleich mal, wie teuer es ist, zurückzugehen. Ich glaube, es war irgendwas so um 80.000. Einmal zurückgehen wäre echt nice noch. Ob ich das Schwert verbessern kann. Und wir brauchen ja auch noch... Wir können die schon kaufen. Was? Wir haben schon alles, was wir benötigen. Krass. Es geht mir ein bisschen zu fix momentan, ne? Muss ich sagen. Nach eingehender Inspektion fanden wir heraus, dass die registrierten Positionsfehler mit dimensionaler Rissenenergie zusammenhängt. Wie ist das möglich? Wir sind Jahrzehnte davon entfernt, solch eine Technologie einsatzfähig zu machen. Okay. Keine Ahnung. Aliens? Meistens sind ja... Du kannst von Glück reden, Schleim, dass ich dich brauche für Tränke. Ansonsten hätte ich dich einfach umgangen. Aber wir haben so viel Geld, zur Not kaufen wir uns normale Tränke für den Boss. Ich überlege tatsächlich schon in Folge 3, dahin zu gehen. Nein, ich brauche den Loot. Ach, Drecksviech. Sonst bist du dran, Kleiner. So, was steht da? Ausgebeutet, immer noch 0%. So, okay, dann kommst du da in die Ecke und du kommst auch da in die Ecke. 60.000 kostet das. Ja gut, dann Stufe 3 wird wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Müssen wir gucken, ob das vom Geld her passt. Aber bisher muss ich sagen, der leichteste Dungeon. Also so leicht bin ich noch nie vorangekommen. Kann doch daran liegen, dass ich vorher schon so viel Geld hatte. Ebene 3! Gut, Freunde, in Ebene 3 angekommen. Wie wir wissen, Ebene 3 ist immer so der kritische Punkt, wo ich übelst aufs Maul bekomme. Und ob das wieder der Fall sein wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss.